Ja, da bist du, ich sehe dich. Oh, oh. Hä? Ja. Nein! Oh, ich bin so dumm! Hey und hallo, ich bin Herr Bergmann und wir spielen Minecraft. Und zwar nicht alleine, mit Max und so. Sag mal hallo, sag der Welt hallo, hi! Moin moin, Sergeant Max mein Name, ich bin dabei. Yay! Yeah. Ja, Freunde, wir haben... Unfassbar gute Anmod. Sowieso. Also das ja, sollte aber für die erste Minecraft-Folge in einem Let's Play immer so sein. Es muss ein bisschen chaotisch angehen, man muss die Leute anteasen, weiß, man muss sie locken mit coolen Sprüchen und heißen Vibes. Na gut, okay, auf jeden Fall. Während das hier des werten Herren Maxes erstes Let's Play ist, ist das hier sozusagen meine zweite Staffel. Das erste Let's Play wird nicht fortgeführt. Wir machen jetzt hier weiter mit einer komplett neuen Karte, die wir auch gerade frisch haben generieren lassen. Und ich muss gestehen, nachdem ich mich wirklich unendlich lange damit beschäftigt habe, ob wir irgendwelche Seeds oder sowas benutzen wollen, bin ich doch mit der spontanen Lösung, das hier einfach automatisch generieren zu lassen, sehr fröhlich und sehr glücklich und möchte jetzt aufhören zu reden, um das Wort an Max zu reichen. Ja, muss man aber ehrlich sagen, also die Karte finde ich ziemlich geil, gerade wenn man hier spawnt am Wasser sowas. Ne? Ich bin ja ein totaler Fan von Strandbutzen. Sowieso. Und, vom Dschungel sowieso. Ich finde, das Holz sieht einfach wesentlich geiler aus. Welches Pack hast du jetzt bei dir drauf? Ich habe jetzt immer noch das von John Smith. John Smith, okay. Genau. Wir können uns ja erstmal umschauen. Also was ich mir auf jeden Fall schon mal, Kleppo, Pausi, sichern werde, ist da oben. Oh Gott. Die komplette Baumhausgegend hier. Denn ich werde beim Strandhaus... Mikrone. Mikrone, hat man das so bei euch früher gesagt? Gab's da nicht auch so ein Spiel? Das weiß ich nicht. Du, ich bin in der Zivilisation aufgewachsen und nicht irgendwie in irgendeinem... Ich bin in so einem Sumpf groß geworden. Genau. Nein, ein Sumpfkind. Ich würde mir auf jeden Fall diesmal zuallererst ein Baumhaus bauen, weil das mit der Villa, das war mir ein bisschen zu eingeschränkt, weißt du, immer, es muss alles realistisch aussehen und schick und sowas. Ich will diesmal eine richtig dreckige Bergmannshütte hier, weißt du? Ja, geil. Aber krass, wie die hier aneinander grenzen, die Biome, ne? Ich meine, hier hast du ja direkt schon das Schneebiom. Ja, auf jeden Fall, sehr cool. Wir können ja, lass doch mal kurz ein bisschen schauen. Du darfst nicht vergessen, vielleicht kurz noch für die Zuschauer und auch als für uns nochmal als Erinnerung. Wir haben Zombies, Mobs aktiviert. Das heißt, shit just got real, wenn es hier dunkel wird. Oh, und ja, wir haben hier direkt eine kleine Katze. Die ich wollte gerade sagen, ein Kätzchen. Ich bin ja totaler Kätzchen-Fanatiker. Bist du? Ja. Vor allen Dingen, wenn man einmal bei dir war und deine Katzen gesehen hat. Die sind klasse, oder? Das sind Rampage-Cats. Und die sind schon krass drauf. Ja, aber deine auch. Deine ist auch sehr niedlich. So, ja, haben wir uns gegenseitig die Eier geschaukelt? Ja. Können wir jetzt bitte nicht so weit weggehen? Ich möchte gerne am Strand beginnen. Ja, aber ich würde ungern hier jetzt die Ressourcen weghauen, weißt du? Das wäre ja schade, wenn wir da so viel abholten. Lass zumindest hier in das normale Schneebiom. Ja, und dann haben wir hier ein bisschen... Dann finden wir nicht mehr zurück, ne? So wie das immer ist. Ach, Quatsch. Ja, aber es ist natürlich jetzt Fichtenholz hier, ne? Aber ist ja egal. Für die Werkzeuge reicht das ja. Ja, ihr kennt das Spiel. Wir haben hier wirklich gar keine anderen Mods installiert. Das heißt, wir machen hier vermutlich das geführte 12-trillionste normale Minecraft-Let's Play auf YouTube. Aber die große Besonderheit bei uns ist, wir sind keine 12-jährigen pubertierenden Kinder im Stimmbruch. Von daher haben wir schon mal, ja, zumindest so 2% von dem uns abheben. Richtig, was natürlich auch noch dazu kommt, wir spielen zusammen, ne? Ist ja eine Art, so eine Play-Together-Edition. Aber selbst wenn einer von uns mal keine Zeit haben sollte, was ja auch mal vorkommen könnte, dann werden wir natürlich auch alleine weiterspielen an dieser Map. Auf jeden Fall, genau, weil das großartig ist, dass wir hier natürlich keine Kosten und Mühen gescheut haben und uns direkt einen Server angeschafft haben. Das heißt, wenn ich oder Sergeant Max mal keine Lust haben, dann kann er, wie du gerade schon gesagt hast, im Endeffekt jeweils andere hier draufgehen und weiterspielen. Genau so ist es. Das finde ich eine ziemlich coole Sache, ne? Weil ich bin ja immer, es ist nichts Schlimmeres, wenn es dann wirklich mega lange Unterbrechungen gibt, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Dann kann man das halt ein bisschen alleine machen. Manchmal hat man auch dann den Drang dazu, das alleine zu machen. Manchmal geht dir vielleicht auch mein Gesabbel einfach auf den Sack. Überhaupt nicht. Und dann kannst du praktisch auch alleine weitermachen. Niemals. Das sagst du jetzt nur vor den Zuschauern. Ach Quatsch. Das schmeichelt mir natürlich sehr, aber ich weiß nicht so genau. Hast du eigentlich Shader und den ganzen Kram auch? Ich habe Shader und den ganzen Kram an. Da habe ich übrigens ein ziemlich cooles Tutorial gesehen von so einem Herr Bergmann, ey. Das hat mir ganz gut geholfen, auf jeden Fall. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es mit dem Tutorial gemacht. Ja, also es gibt ja trotzdem immer wieder Leute, die es dann doch nicht gebacken kriegen irgendwie. Ich bin hier, Konzentration gerade wieder. Und da mal ein bisschen ausrasten in den Kommentaren, das ist nicht immer lustig, obwohl ich irgendwie bei Minute 5 dann drauf eingehe. Das ist mir eh allgemein mal aufgefallen, du musst dich unbedingt mal mit den Statistiken beschäftigen von Videos, wenn du denn ein paar mehr gemacht hast, was so die durchschnittliche Wiedergabezeit betrifft. Die ist nämlich meistens katastrophal. Also ich glaube, von meinen ganzen Let's Plays, die durchschnittliche Wiedergabezeit ist so 3 Minuten bei einer 15-minütigen Folge, weißt du? Ja, klar. Das ist schon krass. Jetzt erzähl du mal kurz was, weil ich kann mich nicht konzentrieren. Ey.
Ja, ich meine, du musst ja auch sowieso überlegen, die meisten, gerade wenn die sich so Tutorials angucken, die wollen nicht lange rumgelabert irgendwie am Anfang haben. Da wird dann direkt, das ist wie so bei so einem Porno, da wird dann immer mit in die Mitte vorgespult und kurz vor, ja gut, weiß nicht, ob es am Ende die Leute das sehen wollen, aber... Guckst du die Story nie von einem Erotikfilm? Ich sowieso. Gut. Also ich gucke dann auch gerne mal bei IMDb, wer denn da mitgespielt hat, welcher Regisseur das war. Ja. Das finde ich immer echt ganz wichtig. So, jetzt bin ich aber auch gerade hier. Ich höre hier einen Slender, Junge. Und was machst du da? Lass die Box da stehen. Ach so, Entschuldigung. Oh, fuck, sorry. Aber hier ist links. Ja, oh, hier ist ein Slender. Ey, vor allem hier links. Ja, war vor allem dickes Problem. Alter, was ist das hier? Ist ein Hund. Der nimmt hier nicht nur gerade die Hälfte weg, sondern, und das ist das Problem, weswegen wir hier keine Vorkehrungen getroffen haben, der baut uns natürlich eiskalt die Butze weg, ne? Ja, dann müssen wir halt uns ein paar Schwerter machen und mal gegen angehen. Weil der sieht ja richtig widerlich aus hier. Wo bist du denn? Ja, hier unten gerade. Na, was willst du machen? Aber sehr schön, dass du hier direkt Zepplings legst. Ja, dass das wieder neu wächst, ne? Ich muss mal ganz kurz hier einmal jetzt das machen. Was musst du machen? Ja, hier mir eine Werkbank basteln und einmal. Ja, Entschuldigung, kurz, ach man, da reißt er die einfach ab. Du bist ja auch so ein kleiner Egomane, ne? Ich hab's einfach nicht mitbekommen, Mann. Ey, es ist viel zu früh und so. Es ist Sonntag, weißt du? Ich hab Feierabend eigentlich, ey. Ich hab Feierabend, sagt er. Wovon hast du denn Feierabend? Ja, wollte ich gerade sagen. Ich hab's ja schon mal angerissen. Das erste, wenn man Let's Play anfängt oder sich damit beschäftigt, Let's Plays zu machen, ist ja immer so die erste Regel, weißt du, dann auf Seite 1 im Let's Play-Handbuch ist ja immer so, rede nicht über private Sachen, gib nicht zu viel Preis, weißt du. Davon entfernt. Ist das so? Ja, eigentlich schon. Ja, finde ich aber auch dämlich, weil jeder soll das so machen, wie er lustig ist, weißt du. Also es gibt auch durchaus Leute, die es total übertreiben. Da finde ich zum Beispiel, zählt für mich Commander Krieger dazu, der teilweise irgendwie dann, ich erinnere mich zu gerne an sein Video, mein heftigster Vlog, wo er irgendwie über den Tod seiner Mutter... wo er über den Tod seiner Mutter redet. Gott hab sie selig, gar keine Frage, ja. Aber das war halt trotzdem... Nee, muss einfach nicht sein, so, weißt du? Also ich fand den Grund, weswegen er das Video gemacht hat, auch ein bisschen scheinheilig. Egal. Unabhängig davon mein Schwert sieht so kacke aus mit diesem Texture-Pack hier, dieses Kronk-Pack. Wieso? Ist verbuggt oder was? Weiß ich nicht, ob das so sein soll. Also ich hab's nicht so in Erinnerung. Ich habe ja lange ein anderes benutzt, weil das von Honeyboy ja irgendwie nicht upgedatet wurde. Und ich fand das aber tatsächlich immer noch am geilsten irgendwie. Ja. Sieht aus wie so ein... Wie bei so einer Domina, so ein Prank, weißt du? So eine alte Latte. Na egal. Alter, fuck. Alter, was war das? Alter, kam der von da oben runter? Ja. Nee, hast du natürlich vollkommen recht. Das muss jeder machen, wie er es mag. Und ich finde es doch schon manchmal sehr interessant, wenn Leute was von sich erzählen. Man will ja auch ein bisschen was über die Leute erfahren, wenn man sich was mit oder von denen anschaut. Man darf es halt nur nicht übertreiben, ne? Guck mal, das ist ja die erste Episode dann. Möchtest du gerne, um vielleicht ein paar Zuschauer zu gewinnen, ein wenig etwas über dich erzählen? Über mich erzählen? Ja, also meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen und ich treffe mich auch ganz gerne mit Freunden. Wir gehen dann immer ins Internet-Café. Oha. Nein, Quatsch. Ist immer rum die Frage, wie viel man dann so erzählt. Ne? Ja, jetzt kommt's nämlich. Ja, ich glaube, es ist auch einfach sinnvoller, wenn ich das immer so nach und nach in kleinen Dosen rauslasse, bevor die Leute direkt flüchten. Ja. Oh Gott, jetzt fällt mir das schon wieder ein, dass wenn man labert und dann irgendwie versucht, Minecraft zu spielen, das ist schwierig, ne? Ich sag's dir, also ich merke. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt erstes machen soll jetzt. Ich würde gerne wieder zurück, weil mir dieses Holz finde ich Kot hier. Komm mit, dann gehen wir wieder zurück. Das ist doch ein ganz anderes Biom da hinten. Nee, das ist hier der Dschungel. Ist das der Dschungel? Das ist unser Dschungel, ja. Ist nicht bei dir nicht. Hier und so, ne? Also, ja. Nein, also natürlich würde ich auch gerne ein bisschen was von mir erzählen. Ne? Ich bin ja schon länger so ein bisschen auf YouTube aktiv, auch mit dir zusammen. Ja, stimmt. Gerade wie man, wir haben ja Hunger Games zusammen schon gespielt, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Wir haben ja bei so einem anderen Channel noch mit ein bisschen was laufen. Genau, das können wir später auch nochmal irgendwie aus der Versenkung holen. Richtig. Und sonst, ja. Zocker, ich. Ganz normaler Typ, ne? Arbeiten nebenbei und sowas, ne? Dies, das, alle ganz dies, normal, das, Digga. Bisschen Brötchen verdienen und. Nein, Quatsch. Ganz normales Leben. Nichts Spektakuläres. Ist nicht so, dass ich jetzt hier sitze und mein Leben nur vorm Rechner verbringe. Ich gehe auch ganz gerne mal in die frische Luft. Echt? Ja. So real selten, life? Aber ja. Ich versuche jetzt hier mal gerade mich auf einen Baum zu flüchten. Ah, du willst ja dein Baumhaus basteln, ne? Ja, hab jetzt hier aber gerade schon die fettesten Probleme überhaupt. Tja, hier ist nämlich jetzt, okay, kein Problem für mich. Mach einfach hier, zack. Okay. Ich muss mir mal eben hier Steine besorgen, das ist doch sonst scheiße. Ja, ihr habt natürlich auch, wie das so ist in der Demokratie, durchaus die Möglichkeit, das Let's Play hier ein wenig mit zu gestalten, indem ihr sagt, pass mal auf, Bergmann, pass mal auf, Sergeant Marks, das gefällt mir nicht, was du da hinten gebaut hast, das sieht total scheiße aus, mach doch mal lieber so ein riesiges Hakenkreuz hin. Da machen wir natürlich auch sehr gerne im Zuge einer demokratischen Abstimmung natürlich auch etwas. Jetzt hat hier gerade bei mir meine Color Correction irgendwie ein bisschen
Ja, wir machen Spacken drin. Ja, irgendwie ist gerade durch die Dunkelheit bei mir alles noch dunkler und eigenartiger geworden. Und ey, ich habe so scheiße Angst, Alter. Es wird gerade dunkel und ich habe hier keine Lampen, kein gar nichts, Alter. Das ist, Ich bin so ein Lichtfetischist eigentlich auch. Vielleicht bleiben wir für die Nacht jetzt doch erstmal zusammen, mein Kleiner. Ja, und wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen Kohle sammeln gehen. Ja, wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Aber das mache ich jetzt ganz sicher nicht mitten in der Nacht, ey. Wo bist du denn? Bist du am Strand? Ja, wir treffen uns am Strand. Wir können uns ja, obwohl das ist auch schwachsinnig. So. Das Schwert sieht so unglaublich beschissen aus, ne? Ja, cool. Das sieht aus wie so eine gebratene Hühnerkeule, wo so ein Stück Senf drauf ist. Trägst du gerade ein Schwert? Nee, jetzt. Ah ja, okay. Nee, bei mir sieht alles normal aus. Schau dir diesen wunderschönen Sonnenuntergang an. Schau dir diesen wunderschönen Sonnenuntergang an. Ich habe gerade in die falsche Richtung geguckt. Hallo. So, pass auf, du kannst mich mal eben hier beschützen. Sehr gerne. Ey, ich habe meine Werkbank hingelegt, jetzt ist sie weg. Also ja, weil wir vermutlich am Spawn sind hier. Spawnschutz und sowas. Musst du ein bisschen weiter hier hingehen. Ist das so? Ja, das ist normal bei einem Server. Viel größeres Problem, oder die Frage, die sich mir gerade stellt, man kann auch aus Holzkohle machen. Ich habe ja, aber das ist dann immer, das weiß nicht, ob sich das lohnt, so derbe, oder? Na, viel Holz haben wir ja. Pass auf, ich zück mal schnell mein Handy, denn da habe ich nämlich geschickt, wie ich bin. Den Guide drin, oder was? Den Guide drin, genau. Jetzt sei es kurz den Zuschauern. Du brauchst einen Ofen, verziehen. Du musst einen Ofen machen und das dann miteinander verbrennen. Einfach nur Holz mit Holz, oder was? Ja, genau so ist es. 100 pro? Ja gut, okay, ja, wir haben eh keinen Stein, von daher. Da hinten, meine Paranoia entwickelt sich langsam zu einer, ich drücke gleich auf Escape und beende diese Aufnahme-Einstellung. Da sehe ich auf jeden Fall schon einen Creeper, da sehe ich einen Zombie. Beschützt du mich denn jetzt hier noch? Ja, eben? Natürlich beschütze ich dich, klar. Das ist schön. Aber ich verhungere auch gleich, vielleicht nehme ich mir ja, die Kakaobohnen auch. Hier einfach mal mit. Ohne, dass ich daraus jetzt auch schon irgendwas machen könnte. Entschuldige, ich muss einmal räuspern. So. Gut. Die Kakaobohnen. Also ich habe selten Minecraft so nochmal angefangen, weißt du? Also so mit, du hast jetzt 10 Minuten Zeit, deinen Arsch zu retten. So wie wir es jetzt eigentlich gerade voll verplant haben, weißt du? Normalerweise hätten wir jetzt eigentlich direkt in die Höhle gehen sollen, uns direkt fackeln, direkt eine kleine Hütte. Jetzt sind wir hier natürlich auf dem Silbertablett ausgeliefert, ne? Achso, ja gut, ich habe jetzt ein Steinschwert hier, insofern. Also hast du doch schon Stein. Ja, ich habe doch gesagt, ich versuche mal ein bisschen die Entwicklung voranzutreiben. Okay. Ja, können wir mal ganz kurz irgendwie hier. Nee, pass mal auf, ich muss gerade noch mal zu essen machen. Was können wir mit den Kakaobohnen eigentlich Pause, machen? Pause, Klippo. Ich sehe hier gerade eine kleine Sandinsel mit einem Bäumen drauf. Das wird meine Insel, glaube ich. Mann, das ist richtig schick hier, Max. Weißt du das ja, eigentlich? Ne? Ich ja, finde das richtig schick. Vor allem auch mit dem. Du hast ganz selten direkt an einem Strand so ein schickes Dschungelbiom. Also ich finde, das ist hier ganz außergewöhnlich schön geworden. Ja, das stimmt. Und dazu gerade diese leicht karibische, spanische Latin-Musik, weißt du, die bei mir hier vom Ether läuft. Stimmt, das hätten wir ja gut, das hätten wir uns vorhin. Arriba! Hallo! Achtung, Creeper! Ja, wow, Alter! Ja, yo, nein, da lassen wir nichts kaputt machen, bitte! Bitte! Max! Ja, das nun, warte doch mal! Ja, lass ihn wieder. Oh, ey, du mieses Stück, du! So, der sauber, ist weg. Sauber. Yo, Vorsicht, der geht hoch! Nein! Oh, das war knapp, Alter! Lass ihn doch mal hierher kommen! Du hast ja nichts. Ja, ich hab ihn doch schon. Hier, so holt Papa sich das Schießpulver hier. Ich muss hier. Ganz kurz einmal die Kuh hier wegmachen. Ich brauche was zu essen, und zwar ganz dringend. So. Ja, komm her. Ach, doch. Ich muss direkt nach den ersten 5 Minuten doch erwähnen, das war eine gute Entscheidung, dass wir beide ein gemeinsames Let's Play machen. Und ohne mich hätte hier auch nicht überlebt. Ich meine, ich als Drill Sergeant, ich weiß ganz genau, was zu tun ist in solchen Situationen. Aber hier sind gerade zwei. Ja, ich sterbe. Weiß. Pass auf. Renn weg. Ich geb dir Backup, Alter. Alter. Komm her. Das war richtig knapp, ich muss ganz kurz mal eben hier. Ja, jetzt save mal deinen Hintern, Alter. Du hast hier gerade irgendwie gefühlte 20. Ja, ich bin noch gleich tot. In deinem Kopf. Kannst du einmal ganz kurz jetzt hier aufpassen? Ja, dann renn doch nicht genau hier rein, wo es dunkel ist, wo direkt gleich die ganzen. Nee, ich wollte mich nur vergraben hier kurz. Okay, dann vergrab dich mal. Pass auf, ich will einmal ganz kurz einen Ofen machen und was zu essen machen, ey, da geht sonst gar nichts. So, pass auf, jetzt haben wir zwei Werkbänke und ich habe nicht genug Stein, wie ich vermute. Nee, ist ja klar. Ja. Hast du noch Stein? Ich habe gar keinen Stein, aber ich habe hier gerade ein Skelett. Oh! Ich muss gegen das Skelett kämpfen, das geht nicht anders. Ja, ich muss mich meinen Ängsten stellen und das habe ich. Jetzt kommt hier noch irgendwo gleich vermutlich eine Spinne. Fuck, Alter, ich brauche unbedingt was zu essen. Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt hier gerade an der. Ja, ich sehe dich. Okay. Ich brauche ganz. Ich bin gleich tot, Alter, ich bin gleich tot. Ey, bitte. So, hast du was zu essen? Nee. Ich gehe jetzt ins Wasser. Ich habe Kakaobohnen, ich habe ein Spinnauge. Das ist alles wahrscheinlich für diese Getränke, ne? Wir hätten vielleicht mal ein paar Zombies killen sollen, dass wir zumindest verrottetes Fleisch gehabt hätten. Ich hasse verrottetes Fleisch. Das schmeckt einfach nicht gut. Man muss ein bisschen hier garnieren und ein bisschen Gewürze ran und sowas. Ein bisschen Pfeffer, Salz, 5 Minuten. Ne? Ja. Was kann man mit Kakaobohnen anstellen? Außer Kuchen. Da kannst du später, glaube ich, Kakao draus machen mit Milch und so einem Füllefanz. Und Kuchen. Lehm, ja. Sehr geil.
Ach Mensch. Ja gut, also ich finde, wir sollten jetzt erstmal irgendwie was Essbares suchen. Ja, da hinten sind Tiere. Das sieht mir essbar aus. Freust du dich eigentlich schon auf die nächste Version von Minecraft? Da kommen nämlich dann Pferde hinzu. Ernsthaft? Jetzt sind wir bei der 1.5.2, ne? Genau, und bei der die nächste ist. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese ganze Update-Geschichte und sowas, ich habe das Gefühl, das ist immer so unglaublich schnell, dass sie dann für so ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel jetzt Pferde, wenn du das so erzählst, dass sie nur für sowas ein Update raushauen, anstatt zu warten, dass man so ein bisschen sammeln kann. Die Pferde sind ja schon fertig, natürlich, die sammeln das doch. Da kommt ja noch viel mehr dazu. Es gibt neue Blöcke, es gibt Teppiche. Oh, wow! Was war das? Alter, Entschuldigung. Alter, da kam gerade so ein Creeper raus, der ist direkt hinter dir, Max. Nein, hinter dir ist ein Creeper. Vor dir, hinter dir auch. Alter, nicht ernst. Nein, ich bin tot. Boah, Alter. Ich hab das böse F-Wort gesagt. Nein! Ach, Mann, ich versuche deine Sachen zu retten, wenn es Tag wird.